Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Liberation Remastered. So, wir haben jetzt eine schöne neue Waffe, und zwar die Peitsche, mit der wir Leute rampfen können und auf der Auslöschung. Ist sehr geil. Also gefällt mir sehr gut die Waffe. Gefällt mir sehr, sehr gut die Waffe. Das ist von meiner Mutter. Das erkenne ich wieder. Nach all den Jahren, ehrlich? Was war's? Das könnte ihre sein. Hier ist die ungeschnittene Version. Die Wahrheit liegt direkt vor deinen Augen. Beeindruckt mich überhaupt nicht. Ist ja auch ein Schmerz. Jetzt muss ich mal kurz auf die Karte gucken, weil ich habe jetzt dieses Suchziel und ich habe jetzt hier noch so was. Was ist das denn hier? Erinnerungsbeginn. Warum soll ich denn direkt schon die nächste Erinnerung beginnen können, wenn ich das hier noch gar nicht fertig habe? Was ist das jetzt? Bitte verzeiht meine Verspätung, Senior. Ich musste Wachen abstellen, um einen Flüchtling zu fangen. Der dritte diese Woche, habe ich recht? Ich halte ihn für euch bereit. Ihr regelt solche Dinge, soweit ich weiß, gern persönlich. Rücksichtsvoll wie immer. Heute steht mir der Sinn nach dem Galgen. Hast du noch einmal über meinen Vorschlag nachgedacht? Den Arbeitern Gift ins Ehl mischen? Habt ihr damit nicht schlechte Erfahrungen gemacht? Vielleicht habt ihr recht. Ich will nicht nochmal so ein Makandal-Debakel. Archäologie ist eine feine, edle Arbeit. Ich bevorzuge etwas, unter dem die Arbeit nicht leidet. Vielleicht ein weiteres. Festessen, ein Spanferkel. Sagt ihnen, dass sie sich ihr Land fast verdient hätten. Natürlich, ganz recht. Der Company Man ist sehr ungehalten. Ah, so. Darum ging das eigentlich.
also auch zum nächsten Missionsziel. Beziehungsweise zum nächsten Missionsbeginn. Ja, ich habe diese E-Männer ganz vergessen. Das sind ja die Leute, die nochmal die erledigst nochmal Informationen und kannst für Sachen, die vorher geschehen sind. Nachdem Elvidin die von ihrer Mutter zurückgelassenen Hinweise entschlüsselt hat, erreicht sie den Eingang des Kenote, wo ihre Schatzsuche beginnt. Ich weiß gar nicht, ob das ihr richtigen Ton vorgelesen habe, das hat sich sehr seltsam angehört, weil der ganze Satz auch gut ist. Ja. Gut, außer am Ende. Zwischendurch war halt kein Punkt. Da war ein Komma, der hätte ich müssen. Egal. Runter, wo komme ich da runter? Muss ich hier gucken? Warum erinnert mich das jetzt mehr an Tomb Raider als an Assassin's Creed? Kannst nicht beantworten, meine Freunde. Ich hab gute Haltung. Scheiße, wenn ich da runter springe, ich stempel. Alle springen auf. Das wäre ekelhaft geworden. Hatte ich sowas nicht in Assassin's Creed 3 auch gemacht? Komm mal schneller schon. Oh ja. Ach, ich muss hier hoch, lol. Tot. Und Verderben. Shit, ich hätte klettern müssen. Ah, Mann, ich vergesse immer, dass das hier nicht funktioniert, so wie bei Assassin's Creed Origins. Das ist so, wenn du an so eine Dings hängst. Und dann B gedrückt hält, das automatisch runterklettert. Das hat er nicht gemacht. Das ist leider bereit.
bin ich hier, Alter. Ist das wirklich Tomb Raider hier? What the fuck? Was? What the fuck? Ich weiß nicht mal, wo ich hinspringen muss, wahrscheinlich. Dann. Ach, die stirbt doch jetzt bestimmt. Okay. Der scheint aber drauf A Dings gedrückt halten, um an den Rand zu springen, an die Kante zu sprinten. Ja, wahrscheinlich muss ich was ganz anderes machen, hundertprozentig. Kann mir nicht vorstellen, dass das richtig war, was ich davor hatte. Boah, wie groß ist die Höhle, Alter? Das ist keine Höhle. Mehr. Bin ich denn hier gelandet? Oh, jetzt ist mal raus.
mit der Spielung noch drauf lassen. Also das Spiel lässt mich tatsächlich nur vorauf. Das ergibt alles keinen Sinn. Keine Ahnung.
Ja, auf einmal macht die das oder was? Na gut, ich bin davor noch gar nicht hingegangen. Aber dass es nur da geht, totaler Scheiße. Wunderbar nützlich du doch bist. Du erledigst die, die mir den Rang streitig machen wollen. Du findest Stücke der Prophezeiung und ersparst mir die Mühe. Und wärst du nicht mein Feind, würde ich dich einen Freund nennen. Unsere Ziele können so verschieden nicht sein bei all deiner gewährten Hilfe. Madeleines Obhut zu deiner Sicherheit. Dich und mein Herz. Welch grausames Schicksal führt dich her? Und du trägst die Klinge des Feindes? Sag mir nicht. Ich dachte, du seist tot. Versteh mich bitte. Sie wollten mich töten. Mir mein Herz nehmen. Ich wollte dich nie verlassen.
Ist es das? Hat Agathe dich geschickt, mich zu töten? Bitte sag mir nicht, dass dein Hass so groß ist. Ich hätte dich nie... Dich töten? Nein, ich kam aus freien Stücken. Aveline, die Scheibe darf nicht in Agathes Hände fallen. Hat er sie, wäre alles, was ich finden und schützen wollte, seit ich Nouvelle-Orléans verließ, zerstört. Woher kennst du ihn? Und wovor hast du solche Angst? Vor langer Zeit... Nein. Tut mir leid, Aveline. Ich hoffe, du kannst mir einst verzeihen. Maman! Aber freigeschaltet ist ganz viel. Ach, was passiert? Alles klar. Aber das werden wir erstmal diese Folge. Wir sind dann nicht in der nächsten Folge, weil es geht weiter. Der Vorreiter ist tot und die Sklavenkolonie befreit. Also reist Aveline zurück nach New Orleans. Bei ihrer Rückkehr muss sie feststellen, dass sich ihre alte Welt völlig verändert hat. Doch die Identität des Kompaniemeer bleibt weiterhin rätselhaft. Ja, warum soll die Mutter oder beziehungsweise Aveline der Feind sein ihrer Mutter? Ist ihre Mutter ein Templer? 1771 New Orleans, endlich daheim und das Blatt wendet sich. Die spanischen Herrscher erleichtern die Freilassung von Sklaven und unterstützen den freien Handel. Aveline! Ich... Gerald, du siehst mich an wie einen Geist. Ich verließ Chichen Itza, sobald es sicher war. Dann warst du erfolgreich. De Ferrer macht uns keinen Ärger mehr. Doch es steckt noch mehr dahinter. Wie immer. Auch ich habe viel zu erzählen. Die Spanier sind unseren Zielen nun wohlgesonnen. Es könnte jetzt leichter sein, den Sklaven zu helfen. Geht es denn wirklich zum ersten Mal friedlich zu in unserer Heimat? Erst mit dir ist es wieder eine Heimat. Ich fürchte, die Willkommensfeier ist nun beendet. Die Arbeit. Es gab einige seltsame Vorfälle. Im Bayou gibt es Ärger mit Männern in spanischen Uniformen. Ach, sagtest du nicht, die Spanier und wir hätten nun dieselben Ziele? Das macht es ja so seltsam. Arbeiten sie insgeheim für... Das müssen wir herausfinden. Es gibt eine Spur. Ein Informant hat gesehen, wie einige Soldaten bestochen wurden. Für wen? Das finde ich raus. Alles klar, okay. Aveline, vergisst du denn nicht etwas? Bitte, Gerald. Das ist nicht die Zeit. Ich wollte dir nur das hier... Oh, danke. Es ist zu lange her. Das sind 2-3 Jahre gewesen, tatsächlich. Ah, die Peitsche habe ich noch, sehr gut. Das beendet jetzt aber die Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, Schabi. I was born surrounded by injustice, but raised in privilege. My mother was a slave. My father, a man of opportunity and wealth. When my people were robbed of their humanity, I watched. And when the masters brought tyranny to this land, understood that I would need to become a symbol of hope for the broken. A liberator of the enslaved. And an assassin who seeks justice for all. We'll be right back.
weren't detected, I hope? Not by any who still breathe.